Ja, ich darf Sie, meine Damen und Herren, recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar Nachhaltigkeitsberichterstattung für den Mittelstand. Ich darf Sie auch im Namen der Partnerschaft PKF Fasselt begrüßen. Mein Name ist Peter Jahn. Ich bin Geschäftsbereichsleiter für den Geschäftsbereich Wirtschaftsprüfung, interne Revision bei PKF Fasselt. Hier haben wir auch das Nachhaltigkeitsthema verortet und ein Kernteam gebildet mit Ariane Büchtmann, die uns heute unterstützt aus Duisburg, mit Dennis Fiedler aus Braunschweig und Thomas Scholz aus Frankfurt. Also sind wir hier sozusagen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen vertreten. Wir bilden das Kernteam ab. Bevor wir allerdings starten, möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen. Das sind die technischen Voraussetzungen. Also es wäre gut, wenn Sie nur einen Audiokanal benutzen, sonst kommt es schon mal zu Konflikten. Wir haben die Chat-Funktion aktiviert. Also Sie können gerne Fragen stellen. Wir werden dann überlegen, ob wir sie direkt beantworten oder halt zum Schluss, wenn wir noch mal eine Zusammenfassung geben. Die Veranstaltungsunterlagen erhalten Sie selbstverständlich im Anschluss. Da können Sie das alles in Ruhe noch mal durchgehen und wir weisen darauf hin, dass das Webinar aufgezeichnet wird. Ja, sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ich will vorweg ein Inhaltsverzeichnis voranstellen. Nachhaltigkeitsberichterstattung, denken wir als PKF, ist ein Top-Thema, ein Megathema. Es ist auch keine Pflichterfüllung, ne? In Zeiten von Klimawandel, Lieferkettenproblemen, Menschenrechte wird das extrem wichtig werden, also auch weiche Faktoren neben den Zahlen zu veröffentlichen. Es gibt verschiedenste Modelle. Die Finanzwirtschaft spricht von dem GRI, von dem Global Reporting Initiative, die aber sehr ausführlich sind. Daneben gibt es diesen Standard ESG, also Environment, Social Governance, Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Aber der kommende Standard, der auch für uns mehr für die Realwirtschaft ausschlaggebend ist, wird die EU-Richtlinie und die EU-Taxonomie sein im Rahmen des Corporate Sustainability Report Directive. Allein diese Einordnung zeigt, auch neben dem Paragraphen 289c Lageberichterstattung für börsennotierte Unternehmen, was uns meistens halt nicht trifft, dass es sehr viele Standards am Markt gibt. Und das sind auch die ersten beiden Punkte, über die Thomas Scholz gleich berichten wird. Man braucht da wirklich keine Angst haben. Das ist keine Raketenwissenschaft. Wir würden also versuchen, das mal einzuordnen, was eben auch für Sie als Mittelständler insbesondere in Betracht kommt. Dann wird Dennis Fiedler aus Braunschweig übernehmen, über aktuelle Verschärfungen berichten und einen Überblick über diese Vorschriften geben, bevor Thomas Scholz noch mal etwas zu den Chancen und Nutzen der Nachhaltigkeit Berichterstattung sagt. Wir sind also extrem davon überzeugt, dass das wirklich, wirklich wichtig ist für die Mandanten, hier einen ordentlichen Nachhaltigkeitsbericht, immer praktikabel, ne, bezogen auf die Größe ihrer Unternehmen, zu erstellen und zu etablieren. Dann wird Ariane Büchtmann unter Punkt 6 nochmal den Weg dahin. Das ist für Sie ja wichtig, auch nochmal, was wir sehen. Wir haben also mehrere Projekte jetzt durchgeführt, wo wir den Mandanten beraten haben, einen Workshop mit denen gemacht und haben dann auch den Weg zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bis zum endgültigen Nachhaltigkeitsbericht. Haben wir die Mandanten begleitet, bevor wir dann, das würde ich dann auch nochmal übernehmen, eine Zusammenfassung geben. Also Sie können gerne die Chat-Funktion nutzen. Geplant sind 1,5 Stunden, die wir auch einhalten wollen. Ich freue mich auf eine Diskussion, auf einen Beitrag zu einem ganz spannenden Thema und würde jetzt meinen Bildschirm einmal freigeben und übergeben Thomas Scholz. Thomas, bitte. Wir hören dich noch nicht. Thomas, du hast dein Mikrofon aus. Ja. Aber jetzt. Jetzt bin ich zumindest mal zu hören und zu sehen. Jetzt muss ich noch meinen Bildschirm teilen.
Jetzt schalte ich mein Mikrofon stumm. Moment. So. Juhu, jetzt habe ich auch meinen Bildschirm geteilt. Auch geschafft. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Scholz. Wie Peter hat schon netterweise gesagt, ich bin der Vertreter des Standorts Frankfurt. Von Haus aus Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Hauptaufgabe ist Qualitätssicherung im Bereich des Geschäftsbereichs Wirtschaftsprüfung. Und da fällt natürlich auch das große Thema CSR in meinen Beritt. Also von daher ist es auch eines meiner Themen, die mich zunehmend beschäftigen. Was ich Ihnen heute mitgebracht habe, ist im Prinzip so ein erster Überblick mal, um zu sehen, wie sich diese Nachhaltigkeitsberichterstattung eigentlich rechtlich begründet. Man sieht hier, es ist im ersten Moment... Thomas, also ich sehe noch keine Präsentation. Ich weiß nicht, ob das anderen genauso geht. Oh. Moment, dann muss ich nochmal... Dann muss ich nochmal teilen. Moment. Freigeben. Ich sollte meinen Bildschirm freigeben, oder? Freigeben ist richtig. Freigeben, zack. Genau, und jetzt müsstest du nur noch den Präsentationsmodus. Den Präsentationsmodus. Ah, so. Genau. Und Moment. Hier. Besser? Sehr gut. Man kann es gut sehen. Danke. Ariane hat mich wieder gerettet. Aber man sieht halt Männer und Technik. Also von daher ist nicht mein stärkstes Pferd. Nun denn, wir fangen hier an quasi, uns mal anzuschauen, hier die Non-Financial Directive, also der Überblick will vor allem auch mal zeigen, was das regulatorische Umfeld der Regulierungslandschaft derzeit aussieht, ja, und was auch die wesentlichen Regelungen sind, durch diese wir sie jetzt die nächsten anderthalb Stunden durchführen werden. Man sieht eben auch hier, dass das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung die EU schon länger sich länger damit beschäftigt, also die EU beschäftigt sich seit fast über 10 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und hat angefangen quasi mit, also der Ursprung alles Übels, könnte man sagen, ist die Non-Financial Directive, Reporting Directive, diese ein bisschen ungelenk, ja, Non-Financial, das klingt irgendwie so ein bisschen negativ, das ist quasi die nicht finanzielle Erklärung, war damals mit angesprochen, aus dem Jahr 2014, die in Deutschland im CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz in 2017 dann auch umgesetzt wurde. Und was uns in Deutschland im Endeffekt die Nachhaltigkeitsberichterstattung ab dem Stichtag 31.12.2017 beschert hat. Das heißt, so seit mehr oder weniger 4 oder 5 Jahren kennen wir das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland. Und Sie sehen jetzt hier auch, der Nachfolger dann ist diese CSRD-Richtlinie, die jetzt am 21.04.2021 vorgestellt wurde, die jetzt auch gestern durch den Trilog durchgewunken wurde im Rahmen der französischen Präsidentschaft. Also das heißt, die Richtlinie kommt tatsächlich auch durch. Es gibt noch so ein paar Fragezeichen, weil wir noch keiner natürlich den aktuellen Verhandlungsentwurf gesehen hat, aber es ist schon mal mit Sicherheit davon auszugehen, dass hier ab 01.01.2025 die Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland sich erheblich ändert. Was auch noch so hier ein bisschen auffällt, Sie haben wahrscheinlich auch mal das Stichwort schon EU-Taxonomieverordnung gehört, die 2020 rauskam. Das hängt alles so ein bisschen mit dieser im Vorgriff schon mal auf die neue CSRD-Richtlinie. Wurde die herausgegeben. Was auch noch hier auffällt in dem Bereich, dass man sieht, im Bereich Umwelt hat die EU schon ganz viele Regelungen, ganz viele Verordnungen vorgestellt. Das heißt, man sieht jetzt hier auch, der European Green Deal schlägt hier durch. Umwelt ist das beherrschende Thema. Und die Themen Soziales und Unternehmensführung sind derzeit in Brüssel noch gar nicht geregelt. Also das hier ist im Prinzip einfach noch eine gesetzgeberische Lücke, die später aufgefüllt werden muss. Was heißt, warum aufgefüllt werden muss, wenn man sich das mal überlegt. Wenn man jetzt hier beispielsweise ein Unternehmen in einen Elektro-Porsche investiert, ja, dann ist es auf der einen Seite nachhaltig. Wenn aber dann irgendwie der Betriebskindergarten eingerichtet wird, hat es für die Nachhaltigkeit derzeit überhaupt keine Wirkungen. Also dieses Ungleichgewicht wird natürlich der Gesetzgeber in der Zukunft ausgleichen müssen.
Aber da wird es noch Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission geben. Man hat seitens der EU-Kommission im Februar 2022 schon mal ein bisschen was vorgelegt, aber das haben eigentlich die Mitgliedstaaten alles zurückgewiesen, sodass man derzeit nicht wirklich weiß, wann die Verordnungen in diesen Bereichen kommen. Hier sehen Sie einen kurzen Überblick zwischen der neuen CSRD-Richtlinie, die jetzt 2021 vorgestellt wurde, 2022 verabschiedet, und der alten NFRD-Richtlinie. Das ist einfach mal nur ein großer Überblick, auch für Sie quasi dann, wo man sagt, das Thema habe ich quasi auf einer Seite. Wir werden aber im Nachhinein noch mal ein bisschen genauer auf das eingehen. Historie, fangen wir an quasi, also schauen wir uns zunächst mal den Status quo an beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das ist Ihnen wahrscheinlich bewusst. Das ist derzeit geregelt im 289b, betrifft nur kapitalmarktorientierte Unternehmen und auch nur diese, wenn sie groß sind im Sinne von 267.3. Das heißt, man muss die Größenmerkmale 2 Jahre hintereinander haben und man muss eben auch im Jahresdurchschnitt mehr als 500 Mitarbeiter haben. Das heißt, im Prinzip ist es nicht nur ein Kapitalmarktunternehmen, also nicht nur ein Pi, sondern ein großes Pi. Also von daher sieht man auch, aktuell in Deutschland sind lediglich mal 500 Unternehmen betroffen. Das ist natürlich nicht sehr viel. Wenn man weiß, dass jährlich rund 50.000 Gesellschaften prüfungspflichtig sind. Was auch wichtig ist damals, dass man eben gesagt hat, hier Konzernbefreiung. Das heißt, wenn eben in Frankreich die Mutter sitzt und schon einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt, dann hat es befreiende Wirkung für die deutsche kapitalmarktorientierte Tochter. Also auch damals hat man schon so ein bisschen daran gedacht, was passiert denn eigentlich, wenn hier Konzerne davon betroffen sind. Was ist heute der Mindestinhalt der nicht finanziellen Erklärung? Das ist auch wiederum im Gesetz verankert. Man sieht eben hier diese 6 Stichworte, Geschäftsmodelle, Umweltbelange, alles relativ, sagen wir mal, Buzzwords in Anführungszeichen, nicht sehr detailliert, sondern es sind einfach nur große Themenkreise, die besprochen sind, die aber nicht im Detaillierungsgrad überhaupt nicht vorgegeben sind, sondern man sagt einfach nur Arbeitnehmerbelange, alles, was der Schreiberling sich vorstellt, kann man in diesem Bereich verorten. Also es gibt wirklich keine Vorgehen oder keine Vorgaben in Anführungszeichen. Dann hat der Gesetzgeber gesagt, naja, damit es ein bisschen einfacher ist zum Umsetzen, könnt ihr euch gängiger Nachhaltigkeitskonzepte bedienen. Ja, weil es natürlich auch klar, wenn man einen Besinnungsaufsatz zu 6 Stichworten schreiben soll, ist es ein bisschen schwierig. Deswegen eben auch der Hinweis, nehmt euch dann dazu Nachhaltigkeitskonzepte als Basis. Was auch wichtig war, dass derzeit eben auch diese Erklärung entweder im Lagebericht verortet werden konnte oder eben es konnte ein gesonderter Bericht geschrieben werden. Und wenn man sich die Praxis anguckt, und auch da gibt es eine DASC-Studie dazu, haben eigentlich die 500 Unternehmen, die berichtspflichtig waren, haben das eher als gesonderter Bericht auf der Webseite gehabt und haben das eigentlich weniger in den Lagebericht reingeschrieben. Wahrscheinlich auch unter dem Hintergrund, dass eben der Lagebericht normalerweise eben auch zu prüfen ist vom Abschlussprüfer und hier diese nicht finanzielle Erklärung eben auch nicht prüfungspflichtig war. Das heißt, der Abschlussprüfer musste lediglich gucken, ist die nicht finanzielle Erklärung da oder ist er nicht da? Beziehungsweise ist der nicht finanzielle Bericht eben vorgelegt worden? Ist der jedem zugänglich? Und wenn das der Fall war, konnte der Abschlussprüfer das abhaken. Das heißt, die inhaltliche Prüfung ist nicht durch den Abschlussprüfer erfolgt, sondern lediglich durch den Aufsichtsrat. Inwieweit der Aufsichtsrat da quasi tatsächlich eine inhaltliche Prüfung vorgenommen hat, weiß man auch nicht so richtig, weil natürlich jeder in dem Themengebiet jetzt nicht gerade firm war. Das Thema Nachhaltigkeitskonzept habe ich angesprochen, auch der Peter hat vorhin in seiner Einleitung schon mal angesprochen. Welche Nachhaltigkeitskonzepte haben sich die meisten dann eben herangezogen?
Und da gab es, sagen wir mal, bei den großen internationalen Gesellschaften meistens die GRI-Standards oder eben auch die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. ISO 26600 gibt es zwar auch, habe ich aber ehrlich gesagt noch nie gesehen. Was allerdings bei mittelständischen Unternehmen schon viel gesehen habe, jetzt eher im Bereich der freiwilligen Berichterstattung, war eben, dass die den deutschen Nachhaltigkeitskodex genommen haben. Und bei den Projekten, die wir jetzt in letzter Zeit durchgeführt haben bei PKF, haben wir eben auch dann diesen deutschen Nachhaltigkeitskodex meistens als Grundlage genommen, um so eine neue Nachhaltigkeitsberichterstattung aufzubauen. Schlichtweg, weil er eben sehr, sehr schön strukturiert ist. Ja, er ist auch nicht sehr detailliert, sondern er hat, also Sie können natürlich sagen, was heißt nicht detailliert, immerhin 20 Punkte mit 16 beziehungsweise 28 Leistungsindikatoren. Das ist ja schon ein bisschen detailliert. Aber wenn man guckt, was in der Zukunft dann auf uns zukommt, ist es ein Spaziergang, Anführungszeichen. Aber wie gesagt, die Sachen, die wir jetzt bislang gemacht haben, haben wir den deutschen Nachhaltigkeitskodex zugrunde gelegt. Eben auch vor dem Hintergrund, sag mal, dass es hier einen guten Leitfaden dazu gibt. Ja, also der Nachhaltigkeitskodex an sich wird von der deutschen Bundesregierung gesponsert. Was dann auch sehr, sehr interessant ist für uns, weil wir natürlich auch viele Stadtwerke in der Mandantschaft haben, ist eben, dass es in diesem Bereich eben auch einen Branchenleitfaden gibt. Das heißt, in diesem Branchenleitfaden, Energiewirtschaft beispielsweise, sind ganz viele gute Beispiele genannt, wie man diese 20 Punkte umsetzen kann. Ja, also tatsächlich so, dass man sagt, okay, was schreibe ich jetzt zu Menschenrechte beispielsweise, dann kann ich mir eben da in diesem Leitfaden anschauen, wie das andere Wettbewerber, andere Kollegen gemacht haben. Und das ist natürlich bei einem Thema, was für jeden im Wesentlichen neu ist, eigentlich eine gute Idee. Und was natürlich auch, was uns auch noch davon überzeugt hat, diesen Nachhaltigkeitskodex als Basis zu nehmen, war insbesondere eben auch dieses Gutachten der Uni Hamburg, dass man eben hier schon mal verglichen hat, den Nachhaltigkeitskodex auf der einen Seite und die zukünftigen Standards der EU-Kommission auf der anderen Seite und hat hier in dem Bereich schon mal ein Matching von rund 90% hinbekommen. Und das ist natürlich schon fantastisch. Erstens weiß man natürlich nicht, wie die Nachhaltigkeitsstandards aussehen werden in der EU, aber trotzdem, man kennt schon mal die Richtung. Dadurch, dass die EU in dem Bereich ja auch kein Spezialist ist, wird natürlich hier auch auf andere Standards zurückgegriffen. Und von daher hat man eben auch schon sehen können, dass eben hier die Übereinstimmung zwischen dem Nachhaltigkeitskodex Kodex und den EFRAG-Standards, die in der Zukunft kommen, schon sehr hoch ist. Also das ist und daher auch noch ganz gut, weil man die Arbeit, die man sich jetzt macht, und es ist viel Arbeit, ist nicht umsonst, sondern man muss dann im Endeffekt gerade nochmal das Tüpfelchen auf das i setzen, wenn man seinen Nachhaltigkeitsbericht auf dem DNK aufbaut und hat dann natürlich einen gewissen Vorsprung. So, dann würde ich sagen, dann bin ich beim Dennis angelangt. Ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das hinkriege. Also ich muss die Bildschirmpräsentation beenden. Das ist schon mal gut, oder? Ja, mich zum Moderator machen, bitte. Jetzt muss ich dich noch zum Moderator machen, genau. Halt, da oben ist es ja. Freigabe. Wow. Moment. Freigeben. Ah, nee, ich muss es nochmal kurz beenden. Ah, doch, das. Genau, so ist richtig, Thomas. Ich hab das übernommen. Der Dennis ist jetzt Moderator. Ach, du bist ein Schatz, Ariane, danke. Alles klar. Dennis. Alles klar, dann übernehmen. Vielen Dank, Thomas, den Staffelstab von dir. Dennis Fiedler vom Standort Braunschweig. Quasi als Vertreter des Landes Niedersachsens hier im Projektteam zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich gehe davon aus, dass für viele Teilnehmer dieses Thema oder die Beschäftigung mit der Thematik Nachhaltigkeitsberichterstattung vielleicht neu sein mag.
Insofern würde ich es ganz gerne in so ein Stück weit, wie Thomas es auch schon gemacht hat, nochmal global einordnen wollen, um dann eben im Folgenden Ihnen einmal darzustellen, was sind eigentlich die Ansatzpunkte gewesen für das, was jetzt auf uns alle zukommt. Machen wir mal eine ganz globale Einordnung. Alles, was wir hier besprechen, Thomas Scholz hat es gesagt, Stichwort Green Deal, alles, was wir hier besprechen, ordnet sich dem Ziel des Green Deals unter, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Und zur Erreichung dieses Ziels ist nicht mehr, aber auch nicht weniger notwendig als eine Transformation der europäischen Wirtschaft hin zu einer grünen, nachhaltigen Wirtschaft. Und sagen wir es ganz einfach, diese Transformation kostet Geld. Diese Transformation kostet Geld. Und Ziel soll es jetzt sein, Gelder, Kapital in nachhaltige Tätigkeiten umzulenken. Damit der Kapitalmarkt das aber machen kann, sind überhaupt erstmal Informationen notwendig, die dem Kapitalmarkt zur Verfügung gestellt werden, um in nachhaltige Tätigkeiten zu investieren. Und jetzt gucken wir uns nochmal in einer ganz kurzen Zusammenfassung an, was Thomas Scholz dargestellt hat. Und zwar hinsichtlich der Dimension, wer muss eigentlich berichten, was wird berichtet, wo wird berichtet und gibt es eine Art von Prüfung. Da muss man sagen, wir haben einen sehr, sehr kleinen Kreis verpflichteter Unternehmen, die überhaupt Informationen geben müssen. Wir haben hinsichtlich der Umsetzung der Inhalte keine standardisierte und damit auch keine vergleichbare Berichterstattung, bisher oft auch qualitative Informationen ohne Bezug zum Finanzberichtswesen. Wir haben keine standardisierte Verortung der Informationen. Das heißt, man muss erstmal gucken, wo sind die Informationen denn? Im Lagebericht, im separaten Bericht. Und wir haben, wie Thomas es schon gesagt hat, keinerlei materielle Prüfung. Also keinerlei vertrauensbildende Tätigkeit in Bezug auf die Informationen, zum Beispiel durch den Abschlussprüfer. Und das sind im Ergebnis, so muss man es festhalten, jetzt diverse Ansatzpunkte für zu treffende Maßnahmen, die auch die EU-Kommission identifiziert hat. Und wir gucken uns, das ist leider meine Präsentation nicht mitgegangen, wir gucken uns jetzt diese Maßnahmen, die am Ende auf uns alle zukommen, gemeinsam einmal an. Und falls im Moment den Referentenmodus, Dennis, vielleicht kannst du das noch umschalten. Es ist immer noch der Referentenmodus. Wir können das oben über die Anzeigeeinstellungen ändern. In der Sparte. Danke, Frau Maaßner, danach habe ich gerade gesucht. Jetzt bin ich ehrlich gesagt gerade überfordert. In der Präsentation steht Anzeigeeinstellung. Da steht erst Taskleiste anzeigen, dann Anzeigeeinstellung und da kannst du sagen, dass du die Präsentation teilen möchtest. Okay. Und jetzt unten rechts, Dennis, bei PowerPoint auf dem Bildschirmmodus. Genau. Ja, aber jetzt ist es immer noch der Referentenmodus. Also bei uns ist es oberhalb von den Folien. Wir sehen halt immer jetzt auch die Folgefolie und die Notizen. Oberhalb der Folien gibt es drei Button. Einer davon heißt Anzeigeeinstellung. Ja, das sieht ganz gut aus. Und da müsstest du einstellen können, dass der... vertauschen. Genau das. Genau. Super, jetzt ist es korrekt. Lassen Sie uns die Männer, in der Runde. Genau. Lassen Sie uns starten mit einer aktuell für alle schon geltenden Verschärfung, nachdem wir die technischen Probleme gelöst haben. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich glaube, wir Männer machen hier heute technisch kein gutes Bild. Aber zurück zu den Inhalten. Aktuelle Verschärfung. Ich habe gerade eben schon zusammengefasst, es ergeben sich im Ergebnis diverse Ansatzpunkte für Maßnahmen, für Verschärfungen, um dem Ziel des europäischen Green Deal eben gerecht zu werden.
Und die EU-Kommission hat als dringlichste Maßnahme die Einführung eines einheitlichen Klassifikationssystems zur Bestimmung, ob eine Wirtschaftstätigkeit eben tatsächlich ökologisch nachhaltig ist definiert. Zu welchem Zweck? Ja, damit Kapitalgeber eben am Ende standardisiert nachvollziehen können, inwieweit der Grad ihrer Investitionen tatsächlich ökologisch nachhaltig ist. Zu diesem Zweck ist eben die sogenannte EU-Taxonomie-Verordnung schon im Juni 2020 verabschiedet worden. Es ist eine Verordnung, die insofern unmittelbar nationales Recht ist und keines Umsetzungsgesetzes mehr bedarf. Sie ist anzuwenden erstmalig für das Geschäftsjahr 2021, aber eben weiterhin nur für den begrenzten Anwenderkreis, also sprich für die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen. Diese müssen am Ende sogar, und das war ja auch das Ziel, beziehungsweise vor allem auch ein Kritikpunkt des Status quo, müssen nun eben standardisiert und damit vergleichbar konkrete quantitative Kennzahlen ermitteln. Und zwar Umsatzerlöse, Investitionen und Betriebsausgaben, die mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Und die EU-Taxonomie definiert Tätigkeiten immer dann als ökologisch nachhaltig, wenn sie definierten 6 Umweltzielen dienen. Und zwar dem Umweltziel Klimaschutz, dem Ziel Anpassung an den Klimawandel, dem Ziel nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, dem Ziel Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, dem Ziel Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie dem Ziel Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Das ist jetzt, und das muss man an dieser Stelle festhalten, relativ abstrakt. Die EU-Taxonomie-Verordnung ist erstmal relativ abstrakt. Sie gibt uns noch mit, dass die Beurteilung in einem zweistufigen Verfahren zu erfolgen hat. Sie bleibt standalone, aber weitere Konkretisierungen schuldig. Für die Konkretisierungen gibt es aber sogenannte delegierte Rechtsverordnungen, die wiederum unmittelbar Recht sind und die Inhalte, die Erfordernisse der EU-Taxonomie sehr, sehr stark konkretisieren. Konkretisiert wird zum Beispiel auch, was ist denn unter den Kennzahlen überhaupt zu verstehen? Was ist unter Umsatzerlösen zu verstehen? Was ist unter Investitionen und Betriebsausgaben zu verstehen? Ich glaube, es ist noch relativ einfach, wenn ich sage, Umsatzerlöse sind eben die Umsatzerlöse, die von Ihnen reported werden. Die Nettoumsatzerlöse, das können bei PEIS IFRS-Umsatzerlöse sein, im Zweifel aber HGB-Umsatzerlöse. Bei den Investitionen handelt es sich um Investitionen in Sachanlagen und in immaterielle Vermögensgegenstände. Schwieriger ist schon die Definition Betriebsausgaben. Wenn ich da an den HGB-Abschluss denke und den Posten sonstige betriebliche Aufwendungen vor Augen, dann würde ich sagen, ist das hier erstmal der Angstposten. Die delegierten Rechtsverordnungen nehmen uns da aber so ein Stück weit die Angst, weil es wird hier sehr stark eingegrenzt. Betriebsausgaben sind am Ende Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Wartung und Reparatur, kurzfristiges Leasing oder auch Gebäudesanierungsmaßnahmen. Also insofern sind diese Kennzahlen tatsächlich auch definiert, ne, und damit standardisiert ermittelbar. Es bleibt aber weiterhin erstmal abstrakt. Und ich würde ganz gerne an einem möglichst einfachen Beispiel dieses zweistufige Verfahren der EU-Taxonomie vorstellen wollen und gehe dazu mit Ihnen mal auf die folgende Folie, aus der man die einzelnen Schritte... Dennis, darf ich ganz kurz dazwischen gehen? Zum einen versuchen wir gerade ein IT-Problem zu lösen, weil ein Anwender sagt, aufgrund einer 4K-Auflösung kann er die Präsentation in der Web-Anwendung nicht mehr sehen. Ich hoffe, das betrifft nicht noch mehr Teilnehmer. Das ist eine technische Geschichte. Und im Chat ist gerade auch eine Frage aufgekommen. Und zwar, ob es schon anwenderorientierte Webinare, Broschüren oder Quellen zur Umsetzung der Taxonomieverordnung für die Unternehmen gibt. Weil es ist, du sagtest es gerade auch, tatsächlich aktuell noch relativ abstrakt.
trotz der delegierten Rechtsverordnung. Ich würde sagen, es ist insbesondere aufgrund der delegierten Rechtsverordnung sehr abstrakt, weil die ja auch sehr kleinteilig am Ende sind. Kannst du da vielleicht nochmal auf die Frage kurz eingehen? Ja, also es ist tatsächlich so, dass aufgrund der Aktualität dieses Themas auch die delegierten Rechtsverordnungen sind zum einen noch nicht vollständig, darauf gehe ich ein, zum anderen eben auch auslegungsbedürftig. Also sie konkretisieren die sehr abstrakte Taxonomieverordnung, bleiben aber, und das hat Frau Büchmann eben richtigerweise gesagt, in Teilen ja eben auch tatsächlich also weiterhin abstrakt, sind eben auszulegen. Und da muss man eben sagen, es gibt im Moment noch nicht so sehr viel an Auslegung. Das IDW ist natürlich befasst mit der Auslegung dieser Themen in einzelnen, in konkreten Arbeitsgruppen. Es gibt mit Veröffentlichungsdatum letzte Woche Freitag auch eine Veröffentlichung des IDW in Form eines Buches zu dem Thema brandaktuell. Das heißt, man muss ganz konkret sagen, es gibt noch nicht so viel, ne? Und das wird sich entwickeln müssen. Das wird sich wirklich entwickeln müssen. Ich glaube, das wird die Zeit bringen. Das wird die Zeit bringen. Ne? Und deswegen ist es auch notwendig, sich sehr, sehr frühzeitig hier mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um diesen Prozess quasi mitzunehmen. Ne? Und am Ende unter Zeitdruck zu geraten, die Informationen liefern zu müssen. Vielleicht, Dennis, eine Ergänzung. Also es gibt Praxislösungen über den deutschen Nachhaltigkeitskodex, sogenannte Branchenlösungen. Es gibt zum Beispiel für die Stadtwerke, für die Energiewirtschaft schon Nachhaltigkeitsexemplare, die verfügbar sind als Vorlagen. Die hat also haben mehrere Stadtwerke zusammen eine Praxislösung erarbeitet. Ob die dann letztendlich der EU-Taxonomieverordnung entsprechen, wird sich zeigen. Aber wenn man sich mal ein Stück weit aufschlauen möchte oder erste Erfahrungen sammeln möchte, wie so ein Nachhaltigkeitsbericht in der Praxis aussieht, sind, glaube ich, die Branchenlösungen, die es allerdings nicht für alle Branchen gibt, beim deutschen Nachhaltigkeitskodex ganz gut verwendbar. Vielleicht noch ein Zusatz von mir. Auch jetzt zu den KPIs gibt es beispielsweise vom DSC ein ganz gutes Papierchen. Und es gibt eben auch so Anfragen vom DSC, die öffentlich sind an die EU-Kommission, wo eben fachliche Fragen erörtert werden. Also da gibt es auch beim DSC so eine kleine Informationsgruppe, die Praxisthemen bei der Umsetzung der EU-Taxonomie diskutiert. Jetzt darfst du wieder, Dennis. Genau, Dennis. Okay, dann gehen wir jetzt eben nochmal zu dem zweistufigen Verfahren. Und zwar, wie ist die EU-Taxonomie aufgebaut? Es geht, wie gesagt, um zwei Schritte. Es geht zum einen um die Beurteilung einer Tätigkeit auf Taxonomiefähigkeit und in einem zweiten nachgelagerten Schritt um die Prüfung einer Tätigkeit auf Taxonomiekonformität. Ich mache das Ganze mal anhand eines bewusst auch sehr, sehr einfachen Beispiels. Und zwar ist das ein Beispiel eines Unternehmens, dessen Geschäftsmodell die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Fahrzeugen und die damit in Verbindung stehenden Aktivitäten ist. Das hat sich für mich aufgrund der geografischen Nähe zu Wolfsburg einfach angeboten, dieses Beispiel zu nehmen. Und man beurteilt in einem ersten Schritt die Taxonomiefähigkeit der einzelnen Tätigkeiten, die identifiziert worden sind. Und wenn wir jetzt in die delegierte Verordnung... Darf ich leider noch mal wegen der technischen Probleme dazwischen gehen? Also unsere IT hat ja empfohlen, dass eine Neueinwahl hilft. Eine Neueinwahl hat aber das Problem nicht behoben. Als der Thomas oder der Peter die Präsentation geteilt haben, hatten wir das Problem nicht. Wäre es möglich, Dennis, dass du dass der Thomas vielleicht den Bildschirm teilt und du dann anhand der Folien weitermachst und der Thomas aufmerksam weiterklickt, wenn es soweit ist? Weil es wäre ja schade, wenn nicht alle Teilnehmer die Präsentation sehen können, wäre ja etwas ungünstig.
Ja, also wenn das zur Lösung des Problems beiträgt, dann selbstverständlich gerne. Genau, wir versuchen das. Ich würde den Thomas zum Moderator machen. Der Thomas teilt nochmal seinen Bildschirm und du dürftest aber weitersprechen. Alles klar, danke. Jetzt hoffen wir mal, dass das Problem behebt. So, zack. Und jetzt muss ich noch mal freigeben, ne? Oder? Freigeben. Du müsstest noch deinen Bildschirm einmal freigeben und dann an der Stelle. Es tut mir leid, dass ich mitten dazwischen gehe, aber es wäre. Genau. Jetzt noch den Präsentations. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht, danke, Herr Rosenhelger, das ist sehr nett, dass Sie so schnell waren. Es funktioniert jetzt wieder. Ich würde mich wieder zurückziehen. Okay. Dann zurück zum Beispiel des Automobilherstellers. Ein virtueller Blick in die delegierte Verordnung zum Thema Klimaschutz. In dieser delegierten Verordnung kann man jetzt ganz konkret ablesen, dass der Vertrieb von Fahrzeugen, die damit in Verbindung stehenden Aktivitäten, einen wesentlichen Beitrag zum Thema Klimaschutz durch den Ausbau sauberer und klimaneutraler Mobilität erbringen können. Also der Blick in die delegierte Verordnung zum Thema Klimaschutz zeigt das. Man kann das da direkt ablesen, dass diese Tätigkeit taxonomiekonform ist. Insofern haben wir hier den ersten Prüfschritt, quasi den Eintritt in die EU-Taxonomieverordnung schon geschafft, dadurch, dass wir gesagt haben, wir analysieren unsere Tätigkeit, in diesem Fall eben unser Geschäftsmodell, wo wir sagen, wir vertreiben Fahrzeuge und haben diese Tätigkeit in der Taxonomieverordnung beziehungsweise in der delegierten Verordnung zum Thema Klimaschutz 1:1 wiedergefunden und sie ist dort als taxonomiefähig definiert. Das ist der Eintritt in die Taxonomie, in die EU-Taxonomie. Die Prüfung ist aber an dieser Stelle noch nicht beendet. Denn nun gilt es darum, tatsächlich auch weitergehend die Taxonomiekonformität zu beurteilen. Und dieser zweite Schritt ist nochmal unterteilt in drei weitere Unterschritte. Und da wird eben gesagt, ja, eine Tätigkeit mag in einem ersten Schritt eben taxonomiefähig sein, im Rahmen der Prüfung der Taxonomiekonformität, ist aber weiter zu prüfen in einem ersten Schritt, ob die Tätigkeit einen wesentlichen Beitrag zumindest einem Umweltziel liefern kann. Und auch hier hilft in meinem konkreten Beispiel der Blick in die delegierte Verordnung zum Thema Klimaschutz. Da wird nämlich gesagt, es gibt technische Bewertungskriterien, definiert in der delegierten Verordnung und abgestellt wird auf das Bewertungskriterium CO2-Emissionen. Und ganz konkret heißt es, dass bis zum 31. Dezember 2025 ein Automobilhersteller nur dann einen wesentlichen Beitrag zum Umweltziel Klimaschutz leistet, mit den Automobilen, mit denen weniger als 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausgestoßen werden. Wir haben hier also wirklich eine nachvollziehbare, technisch sehr harte Grenze, die in der delegierten Verordnung definiert ist und mit der man nachvollziehen, standardisiert prüfen kann, ob diese Tätigkeit einen wesentlichen Beitrag in diesem Fall zum Ziel Umweltschutz, Klimaschutz beitragen kann. Insofern der erste Schritt gegangen. Es gilt darüber hinaus aber auch sicherzustellen in einem zweiten Schritt, wenn ich jetzt mal dem Umweltziel Klimaschutz genüge, beeinträchtige ich die anderen 5 definierten Umweltziele. Ich gebe Ihnen da mal ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Windkraftrad. Dann ist das im Sinne der Taxonomieverordnung eine taxonomiefähige Tätigkeit und sie leistet auch einen wesentlichen Beitrag zum Ziel Klimaschutz. Wenn Sie dieses Windkraftrad aber in einem Naturreservat bauen, ne, dann beeinträchtigt der Bau womöglich die dort vorherrschende Biodiversität. Insofern hätten Sie hier dann eine erhebliche Beeinträchtigung eines weiteren Ziels.
Und die Tätigkeit wäre damit nicht taxonomiekonform. Wir könnten hier an dieser Stelle mit der Prüfung aufhören. Es gäbe keine Taxonomiekonformität dieser Tätigkeit. So, in einem letzten Schritt, also in dem dritten Schritt zur Prüfung der Taxonomiekonformität, sind dann Prüfungshandlungen vorzunehmen, die einen gewissen Mindestschutz gewährleisten sollen. Und da werden in den delegierten Rechtsverordnungen auch wieder relativ konkret die Dinge genannt, die mindestens für Arbeitssicherheit und Menschenrecht eingehalten werden müssen. Das sind hier die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen. Das sind die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Das sind die Grundprinzipien und Rechte aus dem ILO-Kernarbeitsnorm und die internationale Charta der Menschenrechte. Wenn Sie im Rahmen dieser Beurteilung ermitteln, dass dieser Mindestschutz eingehalten ist, kommen Sie am Ende zu einer taxonomiekonformen Tätigkeit, aus der Sie dann am Ende die Kennzahlen ableiten. Ganz wichtiger Hinweis hier an dieser Stelle: Es muss jährlich eine wiederkehrende Prüfung erfolgen. Also eine einmalige Einordnung einer Wirtschaftstätigkeit genügt nicht bis in alle Ewigkeit, weil die delegierten Rechtsverordnungen sind sehr, sehr dynamisch. Also sie werden sich im Zeitablauf zum Beispiel an technische Fortschritte anpassen. Ich habe eben genannt, die Grenze des CO2-Ausstoßes von 50 Gramm pro Kilometer. Diese Grenze wird in der Zukunft sinken, also so dass es jedes Jahr wieder eine neue Spiegelung der Bewertungskriterien mit dem tatsächlichen Ist-Zustand beim Unternehmen geben muss. So, wir haben jetzt sehr viel über Thomas, vielleicht kannst du bitte einmal, danke, einmal wieder einmal eins vor, bitte. Wir haben jetzt sehr viel über eins zurück, bitte. Ja. Genau, wir haben jetzt sehr viel über die verschiedenen 6 Umweltziele gesprochen und über die delegierten Verordnungen. Ich habe ja Beispiele aus delegierten Verordnungen zum Thema Klimaschutz gegeben. Das habe ich vor allem auch deswegen gemacht, weil es zu den 4 über Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel hinausgehenden Umweltzielen noch keinerlei delegierte Verordnungen gibt. Das heißt, es gibt noch keine technischen Bewertungskriterien in Form der delegierten Verordnungen für die Ziele Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und zum Thema Biodiversität und Ökosysteme. Die fehlen derzeit noch. Die sollen aber noch im Jahr 2022 verabschiedet werden. Bitte mal eins weiter, Thomas. Das ist auch der Grund, warum es, und in der einleitenden Folie war ja dargestellt, dass die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen jetzt schon im Jahresabschluss 2021 die Vorgaben der EU-Taxonomieverordnung anzuwenden haben. Aber das Fehlen von Konkretisierungen in Form von delegierten Verordnungen für 4 Umweltziele führt jetzt hier schon zu erleichterten Berichtspflichten für 2021. So sind nämlich für 2021 also lediglich die taxonomiefähigen Umsatzerlöse, die taxonomiefähigen Investitionen sowie Betriebsausgaben anzugeben und dementsprechend auch nur für die 2 Umweltziele, für die delegierte Verordnungen vorliegen. Unter der Annahme, dass bis Ende 2022 alle delegierten Verordnungen vorliegen, geht es dann eben tatsächlich einen Schritt weiter. Es wird gesagt, anzugeben sind dann die Anteile der taxonomiekonformen Umsatzerlöse, Investitionen sowie Betriebsausgaben und dann zu allen 6 Umweltzielen. So, jetzt wage ich ein ganz kurzes Zwischenfazit. Wir haben ja eingeleitet sich aus dem Status quo ergebenden Maßnahmen und wir haben gesagt, naja, dass es da im Moment inhaltlich oftmals wenig standardisierte und vergleichbare Informationen, hauptsächlich qualitativer Art gibt.
Und nach Darstellung der Regelungen zur EU-Taxonomie muss man hier jetzt schon mal feststellen, ja, ne, also wir haben jetzt hier standardisiert, quantitative Angaben mit Bezug zum Finanzberichtswesen zu machen. Das heißt, das ist eine Maßnahme, die dem Ziel des Green Deals eben auch zuträglich sein sollte. In ihrer Umsetzung ist man sicherlich anspruchsvoll und technisch komplex. Es verbleiben jetzt aber noch weitere Ansatzpunkte für Maßnahmen. Und ich würde dich bitten, Thomas, einmal voranzuschreiten. Denn diese Ansatzpunkte werden jetzt mit den geplanten Maßnahmen adressiert. Einmal weiter, bitte. Weiterer Ansatzpunkt war ja auch der im Status quo definierte, doch sehr eingeschränkte, begrenzte Anwenderkreis. Ne, nur große, kapitalmarktorientierte Unternehmen. Und durch die CSRD-Richtlinie, und auf dieser Ebene sind wir jetzt. Wir haben jetzt die Ebene der EU-Taxonomie verlassen, wir sind jetzt auf Ebene der CSRD-Richtlinie, also der CSR-Richtlinie, ist vorgesehen, dass jetzt nicht mehr nur die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen Informationen zum Thema Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeitsberichterstattung vornehmen müssen, sondern jetzt am Ende alle großen Kapitalgesellschaften oder gleichgestellte Personengesellschaften. Das heißt, also darüber hinaus, über das Status quo hinaus, alle großen Kapital- oder gleichgestellten Personengesellschaften. Das heißt, diejenigen, die über einen Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Bilanzsumme größer 20 Millionen, Umsatzerlöse größer 40 Millionen Euro aufweisen und Mitarbeiter von im Durchschnitt mehr als 250. Also insofern eine deutliche Ausweitung des Anwendungskreises über das Status quo hinaus. Gesellschaften oder juristische Personen des öffentlichen Rechts, hier von uns auch nochmal adressiert. Ich würde ganz kurz zu diesem Thema, wir haben das extra mit aufgenommen, weil ein großer Teil der Zuhörerschaft eben auch hier zu verorten ist, würde ich zu diesen beiden Punkten eben auch nochmal an Ariane Büchtmann übergeben wollen, die eben Expertin in diesem Bereich ist. Ariane? Jetzt können mich hoffentlich alle sehen und hören. Genau. Herr Fiedler hat schon ausgeführt, dass wir da im öffentlichen Bereich noch ein paar Sonderprobleme haben. Der ÖFA hat, ich meine, es war Ende letzter Woche getagt und hat seine Auffassung zu, wie verhält sich das eigentlich bei Gesellschaften oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts, sich dazu ausgelassen, dass eigentlich alle, die nach Gesetz, Verordnung, Satzung oder Gesellschaftsvertrag wie große Kapitalgesellschaften Rechnung legen müssen, eben auch verpflichtet sind, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Wir haben hier in NRW den Umstand, dass häufig nicht auf die Paragraphen im HGB verwiesen wird, in denen der Nachhaltigkeitsbericht aktuell verortet ist. Das heißt aber nicht, dass diese Gesellschaften zukünftig nicht verpflichtet sein werden. Man geht davon aus, dass der Verweis nur auf den Paragraph 289 in Anführungsstrichen so nicht Sinn und Zweck der Geschichte gewesen ist, sondern dass man eben gewollt hat, dass ein Lagebericht inklusive allen Bestandteilen wie der einer großen Kapitalgesellschaft aufzustellen ist. Und wie wir hier auf der rechten Seite sehen, ist es bei großen Gesellschaften so, dass sie zukünftig zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sein werden. Ich hatte im Anwenderkreis gesehen, es sind auch aus Saarbrücken und aus Niedersachsen Teilnehmer dabei. Es wird dort voraussichtlich ähnlich gelagert sein. Ich habe sogar gesehen, in Niedersachsen für die Anstalten öffentlichen Rechts müssen jetzt schon Dinge zu den Umweltmaßnahmen im Lagebericht berichtet werden. Dort steht aber in den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen nicht drin, dass wie große Gesellschaften aufzustellen ist. Im Endeffekt ergibt sich das aber aus dem Umkehrschluss auch. Von daher ist davon auszugehen, dass das auch in diesen Bundesländern entsprechend zur Anwendung kommen
wird. Es wird weitere ÖFA-Sitzungen geben, in denen über dieses Thema gesprochen wird. Wir werden ja gleich auch nochmal hören, dass wir etwas Zeit gewonnen haben, was die Umsetzung angeht. Genau. Ich habe unter den Teilnehmern gesehen, deswegen nehme ich auch den letzten Punkt nochmal auf, dass einer meiner Mandanten dabei ist, der auch eine gemeinnützige GmbH ist. Deswegen, sofern die Größenkriterien dort erfüllt sind bei einer gemeinnützigen GmbH oder in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag drin steht, dass wie eine große Kapitalgesellschaft aufzustellen ist, würde auch hier die Verpflichtung entsprechend greifen. Ja, und es gibt jetzt eine Schätzung des DRSC, dass wir von ca. 500 berichtspflichtigen Unternehmen auf ca. 15.000 berichtspflichtige Unternehmen in Deutschland hochschnellen. Ariane, ich glaube, diese Zahl, die ist sogar noch ohne Berücksichtigung eben der Gesellschaften oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Ne? Das heißt, es werden im Zweifel sogar noch mehr werden als die hier genannten vom DRSC geschätzten 15.000. Ohne jetzt genau zu wissen, was der DSC geschätzt hat, ist das auch meine Vermutung, dass man an diese Gesellschaften nicht zwingend gedacht hat, sofern sie nicht große Gesellschaften sind. Ich würde dich bitten, einmal weiter zu klicken, Thomas. Und zwar müssen wir uns jetzt noch fragen, was und wo soll zukünftig berichtet werden? Also die Dimension Inhalt und die Dimension Wo-Verortung. Hier auf dieser Folie aber auch dargestellt die Thematik Prüfung. Starten wir mal mit dem Thema, was soll berichtet werden? Ja, es ergeben sich Berichtspflichten zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, also den sogenannten ESG-Faktoren. Dabei zu berücksichtigen ist die sogenannte doppelte Wesentlichkeit und auch die gesamte Wertschöpfungskette. Es wird zum Thema doppelte Wesentlichkeit, weil das ein sehr, sehr bedeutendes Thema ist und auch eine Erweiterung des Umfanges der Berichterstattungspflichten im Vergleich zum Status quo, gleich noch eine separate Folie geben. Die Berichtsinhalte werden wiederum konkretisiert werden. Also es gibt ein Projekt der EFRAG, einheitliche Standards zu entwickeln. Auch das werde ich in Form einer Folie gleich nochmal zeigen. Mit dem Ziel tatsächlich auch standardisiert, hier im Rahmen der CSR-Richtlinie Informationen zu liefern. Was jetzt die Verortung der Informationen betrifft, da gehen wir ja vom Status quo aus, entweder Lagebericht oder separater Nachhaltigkeitsbericht. Und die CSR-Richtlinie sagt jetzt ganz klar, diese Thematik, diese Informationen werden Pflichtbestandteil des Lageberichtes werden. Das heißt, keine Wahlmöglichkeit mehr, einen separaten Bericht aufzustellen. Auch das Thema Prüfungspflicht wird adressiert. Wir sind ja im Moment bei einer nur formellen Prüfung, keinerlei materielle Prüfung. Das wird sich ändern. Und zwar wird zunächst gefordert, die Angaben in der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit einer sogenannten begrenzten Sicherheit und später sogar mit einer hinreichenden Sicherheit zu prüfen. Den Begriff hinreichende Sicherheit, den kennen Sie wahrscheinlich. Das ist die Sicherheit, die wir im Rahmen einer Jahresabschlussprüfung erreichen. Eine begrenzte Sicherheit ist weniger als eine hinreichende Sicherheit. Im Rahmen der Prüfung mit begrenzter Sicherheit geht es sehr, sehr stark prozessorientiert und analytisch. Gehen wir sehr prozessorientiert und analytisch an die Prüfung heran. Aber man muss eben sagen, es ist im Vergleich zur rein materiellen Prüfung, ist auch schon eine Prüfung mit begrenzter Sicherheit ein Schritt zur Vertrauensbildung in die gelieferten Informationen. Ein ganz großes Thema, was die Prüfung betrifft, und das muss man an dieser Stelle, glaube ich, auch einmal sagen, wird ganz oft in der Praxis dann die Prüfbarkeit der gelieferten Informationen sein. Und wenn wir in dem Abschnitt von Ariane Büchtmann uns damit beschäftigen, immer welche einzelnen Schritte bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu gehen sind, da muss man auch immer im Hinterkopf behalten, dass all das, was wir machen, am Ende eben auch prüfbar sein muss. Denn dadurch, dass hier jetzt Prüfungspflichten definiert werden, haben Feststellungen, Beanstandungen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattungen auch
Implikationen auf das Ergebnis einer Prüfung. Also insofern wird Ariane Büchtmann sicherlich auch auf das Thema Nachweisbarkeit, Prüfbarkeit der Informationen eingehen. An dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben darf, dass neben den durch die CSR-Richtlinie aufzunehmenden, also in den Lagebericht aufzunehmenden Informationen auch sämtliche Erforderungen der EU-Taxonomie in den Lagebericht dann zum Beispiel von einer großen Gesellschaft aufgenommen werden müssen. Also das ist quasi eine Paketlösung. Also es ergeben sich dann Pflichten für aufzunehmende Informationen in den Lagebericht. Zum einen direkt aus dem HGB auf Basis der Umsetzung dieser CSR-Richtlinie hier und zum anderen unmittelbar aus der EU-Taxonomie-Verordnung, die ja gar nicht mehr in nationales Recht überführt werden muss. Ja, also insofern hinsichtlich des Umfanges dann ab 24, muss man jetzt ja sagen, für große Unternehmen eine deutliche Ausweitung der Angabepflichten im Lagebericht. So, darf ich mich noch mal kurz einschalten? Ich habe hier allerdings, ihr könnt es nicht sehen, im privaten Chat eine Frage gestellt gekriegt, ob im Umgang mit der Thematik, wenn von CSR gesprochen wird, immer die Richtlinie gemeint ist. Nein, also wenn über CSR gesprochen wird, wird über das ganze Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Einfach als Abkürzung Corporate Social Responsibility. Und mit dem D dahinter für die Directive ist es dann eben die Richtlinie. Also hier haben wir zwei unterschiedliche Dinge auseinanderzuhalten. Ja, genau. Thomas, einmal bitte auf die nächste Folie, hier einfach nur noch mal dargestellt, ne, die drei Dimensionen ESG. Ich habe es auf der Folie davor dargestellt, es sind Informationen zu geben zu Umweltfaktoren, zu Sozialfaktoren und zu Faktoren der Governance, also der Unternehmensführung. Was man hier ganz schön sieht, also vor allem da in dem Feld zum Thema Umwelt, dass hier unmittelbar die sechs Umweltziele aus der EU-Taxonomie-Verordnung übernommen worden. Also da heißt das, heißt, die EU-Kommission achtet da schon auf Konsistenz der einzelnen Regelungswerke. Das sind tatsächlich die sechs Umweltziele aus der EU-Taxonomie-Verordnung. Im Bereich ESG sind hier wirklich nur beispielhaft Faktoren genannt, die unter die Rubrik Soziales fallen. Und beispielhaft eben Dinge genannt, die unter die Rubrik Unternehmensführung fallen. Das ist bei weitem nicht abschließend. Zum Thema Soziales geht es da zum Beispiel um Chancengleichheit. Chancengleichheit ist ja ein sehr, sehr aktuelles, was sich zum Beispiel auch in einer Verschärfung der Frauenquote ja niederschlägt. Es geht um Arbeitsbedingungen und eben auch um Menschenrechte. Und zum Thema Unternehmensführung geht es vor allem darum, das Thema Nachhaltigkeit auch in die Governance mit aufzunehmen und dort zu verankern, zu definieren, welche Rolle haben eigentlich unsere Leitung und die Aufsichtsorgane? Inwieweit setzen wir uns Ziele? Wie halten wir nach, dass wir diese Ziele erreicht haben? Also ein bunter Strauß diverser Unterpunkte zu den Rubriken Soziales und Unternehmensführung. So, dann bitte einmal auf die nächste Folie zum Thema doppelte Wesentlichkeit. Und auch hier möchte ich ganz gerne mal beginnen mit dem Status quo. Es gibt grundsätzlich zwei Perspektiven, die ein Unternehmen einnehmen kann. Und zwar zum einen die Perspektive Inside Out. Das ist die Überlegung, inwieweit wirkt sich meine Tätigkeit, die Tätigkeit des Unternehmens, auf die Umwelt und auf den Menschen aus. Und zum Zweiten, inwieweit wirkt sich die Nachhaltigkeit, die Umwelt auf meine Geschäftstätigkeit aus? Das heißt, outside in. Ja, also diese zwei Perspektiven sind grundsätzlich denkbar. Und es ist bisher so gewesen, das ist Status quo, auch eben in 2021 noch, dass im Lagebericht nur solche Informationen wirklich berichtspflichtig sind, die
die innerhalb einer Schnittmenge vorzufinden sind. Ja, es geht immer darum, wesentliche Auswirkungen darzustellen. Und nur wenn ich in einer Schnittmenge sowohl Inside-Out als auch Outside-In wesentliche Thematiken identifiziert habe, ergibt sich nach dem derzeitigen Status quo eine Berichtspflicht im Lagebericht bzw. in dem separaten Nachhaltigkeitsbericht. Das wird jetzt komplett anders gemacht. Es wird gesagt, wir stellen jetzt nicht mehr nur auf die Schnittmenge ab, sondern aus dem Und, also aus dem bisherigen Inside-Out und Outside-In oder Outside-In wird ein oder Outside-In. Das heißt, wir müssen jetzt beide Perspektiven ermitteln. Das ist eine Reaktion auf die Kritik, dass gerade der Blick vom Unternehmen nach außen in der Vergangenheit oftmals zu kurz gekommen ist. Deswegen ist da nachgeschärft worden und es ist ganz deutlich gemacht worden, auch der Blick von Inside Out, also sprich, welche Auswirkungen hat die Tätigkeit des Unternehmens auf die Umwelt und die Menschen, ist besonders zu highlighten. Insofern hier eine deutliche Erweiterung der Berichtspflicht. Dann bitte einmal auf die nächste Folie. Thomas, kannst du noch mal einmal zurückgehen? Wir hatten eine konkrete Frage zu der doppelten Wesentlichkeit, und zwar, wo im Rahmen der doppelten Wesentlichkeit die Perspektive bzw. die Bewertung der Stakeholder verortet wird. Die Dimension war in der Vergangenheit häufig eine Hauptachse der klassischen Wesentlichkeitsmatrizen. Vielleicht könnt ihr da noch mal drauf eingehen. Ja, Stakeholder als jemand, der, also der Begriff des Stakeholders ist ja sehr, sehr breit. Er ist ja sehr, sehr breit. Ich meine, das sind am Ende ja, alle, die ein Interesse an dem Unternehmen haben. Insofern würde ich die Gruppe der Stakeholder schon als Adressaten sowohl Inside-Out als auch Outside-In hier vorsehen. Ich weiß nicht, vielleicht kann Thomas Scholz dazu noch was ergänzen. Bin ich denn auf laut schon? Ja. Okay. Ja. Also Dennis' Ansatz ist ja eigentlich schon der richtige, dass man sagt, die Stakeholder sind recht schwierig oder recht divers, sagen wir mal so. Das fängt an von den Eigentümern bis im Endeffekt zur interessierten Öffentlichkeit. Aber man kann schon sagen, neu ist tatsächlich dieser Impact Materiality nach außen, ja, wo ich dann sage, als Öffentlichkeit, ja, der verschmutzt mir jetzt einfach die Gewässer, muss dafür nichts zahlen, war das damals derzeit im Jahresabschluss überhaupt nicht berücksichtigt. Ja, es gibt keine Berichterstattung darüber. Und jetzt in dem neuen System muss er natürlich auch seinen Ressourcenverbrauch darlegen. Das heißt, er muss tatsächlich sagen, auch seine Emissionen darlegen, ja, wie hoch seine Verschmutzung der Umwelt. Dieses Impact Materiality nach außen, das wird jetzt auf einmal sichtbar. Ja, also von daher, vielleicht ist die. Das wäre jetzt so meine Antwort, dass das tatsächlich das wirklich Neue ist, ja, dass einfach diese Sachen jetzt transparent werden. Vielleicht ergänzend eben genau, was du sagst, Thomas, ne, auch das Thema Menschenrechte, Auswirkungen, ne, auf Lieferketten, ne, das ist dieser Inside-Out-Ansatz. Aber ich sehe auch bei den Stakeholder, wenn wir jetzt die Banken oder die Finanzwirtschaft dazu nehmen, ne, dass sie natürlich ein verschärftes Interesse haben werden, Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen zu bekommen, ne, weil die Banken auch bestimmte Branchen ausschließen in Wertpapieranlagen, da ihre Satzung ändern, als Beispiel mal Glücksspiel oder Tabakindustrie, sind so zwei Industrien. Die sind natürlich, sag ich mal, die werten dann die Nachhaltigkeitsberichte aus als Stakeholder und entweder geben sie gar keine Kredite mehr oder sehr teure. Ne? Das ist aber ein Stück weit was anderes als der Inside-Out- oder Outside-In-Ansatz. Ne? Da geht das aus Sicht des Unternehmens. Ne? Und die Stakeholder haben halt andere Interessen und bewerten dann den Nachhaltigkeitsbericht aus meiner Sicht insgesamt. Vielleicht das als Ergänzung. Ja, vielleicht nochmal, es kommt ja einfach auf die Interessensgruppe an, welche Stakeholder das sind. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, kann man sich gut vorstellen, dass für ihn diese Außenwirkung, also der Einfluss und Risiken für Mensch und Umwelt sehr wichtig ist. Also ich kaufe lieber ein T-Shirt, wo ich weiß, das ist nicht mit Kinderarbeit hergestellt worden. Das heißt, mich interessieren eben auch diese Dinge, den Einfluss nach außen.
Während die Stakeholdergruppen, die natürlich am Unternehmenserfolg Interesse haben, etwas stärker für sich werten, wie Umweltveränderungen auf die ökonomische Aktivität des Unternehmens sich auswirken. Das heißt, man kann das ganz pauschal nicht beantworten, sondern man muss immer auf die einzelne Stakeholdergruppe einen Blick werfen. Genau. Hier ist gleich die nächste Frage auch gestellt worden. Es geht ja, ich greife sie mal auf, es geht darum, in welchen Einheiten, in Euro oder in CO2-Äquivalenten diese Auswirkungen berichtet werden sollen. Es kann ja nicht jede Auswirkung in CO2-Äquivalenten gemessen werden. Das heißt, daneben gibt es wahrscheinlich noch etliche andere Einheiten, in denen man messen kann. Man wird für jede Auswirkung die entsprechende Einheit festlegen müssen und dann eben entsprechend in der Berichterstattung niederlegen müssen. Also wenn man jetzt die Firmen auch anguckt, das ist relativ divers. Es gibt welche, beispielsweise Strom verbraucht, da werden dann die Kilowattstunden beispielsweise genannt. Oder es gibt tatsächlich auch schon Unternehmen, die sagen, okay, ich rechne dann die Kilowattstunden um in meinen CO2-Fußabdruck. Also das ist derzeit, weil es eben noch nicht geregelt ist, relativ divers. Die zukünftige Regelung, muss man ehrlich sagen, kennen wir noch nicht. Ich glaube, das waren die aktuellen Fragen. Dennis, jetzt kann Thomas weitermachen. Klar, dann bitte einmal weiterklicken. Genau. Und wir gehen nochmal auf das Thema Konkretisierung der Berichtsinhalte ein. Und zwar hat die EU-Kommission hier der EFRAG den Auftrag zur Erarbeitung von Entwürfen für EU-Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung erteilt. Das heißt, es sollen sogenannte ESRS erarbeitet werden, aus denen dann eben wiederum standardisiert die in einen Nachhaltigkeitsbericht aufzunehmenden Informationen entnommen werden können. Und bisher liegen da tatsächlich auch schon 13 Entwürfe vor, die auch kommentiert werden sollen und dürfen, und zwar bis zum 8. August 2022. Bisher liegen eben insgesamt 13 Entwürfe vor, 2 zu übergreifenden Sachverhalten, 5 zum Thema Umwelt, 4 zum Thema Soziales und 2 zum Thema Governance. Wenn du eins weitergehst, dann sieht man eben auf der nächsten Folie einen Zeitstrahl. Da sieht man, bis Ende 2022 soll die CSR-Richtlinie, also die CSRD, in nationales Recht umgesetzt sein. Diese Folie berücksichtigt aber tatsächlich noch, wir waren nicht mehr in der Lage, die tatsächlich noch anzupassen, weil gestern Ergebnis Trilog in Brüssel, die verpflichtende Anwendung wird um ein Jahr nach hinten verschoben. Das heißt, der Beginn des ersten Berichterstattungszeitraumes wird jetzt nicht der 1.1.23 sein, sondern der 1.1.24, sodass der 1.1.25 das Datum sein wird, an dem mit der Erstellung der Prüfung und auch einer Veröffentlichung von nachhaltigkeitsberichtsbezogenen Informationen zu rechnen ist. Das gibt uns insgesamt noch ein Jahr mehr Zeit. Ich glaube, das ist vor dem Hintergrund der derzeitigen Herausforderungen um dieses Thema herum, die alle Unternehmen und alle Menschen bewegt. Ich glaube, ein Ergebnis, was uns zumindest mal ein wenig Luft verschafft, sich dieser Sache zu nähern. Man muss aber eben auch sagen, dass die Beschäftigung mit dieser Materie eine sehr, sehr komplexe Sache sein wird, eine sehr komplexe Aufgabe sein wird, die einen gewissen Vorlauf braucht. Also insofern ermuntern wir alle Teilnehmer und auch all unsere Mandanten, sich mit diesem Thema trotz der Verschiebung um ein Jahr jetzt schon auseinanderzusetzen. Und wie diese Auseinandersetzung erfolgen kann, wird in dem letzten Kapitel dann ja die Ariane Büchtmann darstellen. Jetzt würde ich den Staffelstab erstmal wieder an Thomas Scholz übergeben, der die Präsentation jetzt ja auch schon teilt und deswegen gar nicht mehr umklicken muss. Sehr gut. Danke, Dennis. Einmal zurück nach Frankfurt. Super. Vielleicht da noch ganz kurz Ergänzung, weil der Dennis auch gesagt hat, ja, es ist gut, dass wir jetzt nochmal ein Jahr Luft bekommen. Es gibt zu diesen ganzen EFRAG
Standards. Es gibt ein wunderbares Papier vom DASC, ein Briefingpapier vom 3. Mai 2022, wo man dann auch mal so ein bisschen den Umfang sieht, der auf einen zukommt. Ja? Wenn man dann beispielsweise auch lesen kann, dass so roundabout 150 bis 160 Anforderungen, also Informationen zu liefern sind, ja, dann weiß man schon, dass es jetzt nicht eine Sache ist, die man in 4 Wochen einfach mal so nebenbei erledigen kann, sondern dass man da schon ein gewisses gewisse Vorbereitung braucht. Also wie gesagt, wenn man das Briefingpapier liest, spätestens dann weiß man, man sollte eigentlich heute schon anfangen und zumindest mal auf seinen Abschlussprüfer zugehen. Ich habe mich nochmal eingeschaltet. Wir haben ja noch eine Frage hier im Chat, und zwar, ob die vereinfachte Berichtspflicht ab 2021 bleibt. Ich versuche das nochmal ein bisschen zu sortieren. Bei der vereinfachten Berichtspflicht ging es jetzt nur um die EU-Taxonomieverordnung, wo alle die Unternehmen, die zur CSR-Berichterstattung verpflichtet sind, eben auch die EU-Taxonomieverordnung anzuwenden haben. Da gibt es eine vereinfachte Berichtspflicht nur für ein Jahr, die sie aber nicht treffen wird, wenn sie gar nicht verpflichtet sind, einen Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen. Insofern, die vereinfachte Berichtspflicht bleibt, aber unter Umständen sind sie davon gar nicht betroffen. Genau. Ich also hoffe, die vereinfachte... Frau May, dass das die Frage beantwortet hat. Ansonsten bitte noch mal kurz schreiben. Ja, sie müssen ja kapitalmarktorientiert zurzeit sein. Ja, und groß. Also die, und groß. Die, also die 500 Unternehmen, die das derzeit schon machen. Dann ein ganz kurzes Thema, bevor wir eigentlich den Weg beschreiten, zusammen mit der Andrea, mit der Ariane, Ariane Büchtmann. Der Peter hat es vorhin schon mal angesprochen, Chancen und Nutzen. Also diese Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja nicht nur Red Tape, also nicht nur eine Belastung für ein Unternehmen, sondern kann ja auch durchaus eine Chance geben. Also wenn man jetzt auch sich mal schaut auf der Seite des Deutschen Nachhaltigkeitskodex, wie viele Unternehmen schon mal freiwillig so einen Nachhaltigkeitsbericht gemacht haben, ist das eigentlich schon erstaunlich. Ja? Also hat nicht nur Nachteile, so einen Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben, sondern es hat auch durchaus Vorteile. Gut, jetzt für die Leute, die dann demnächst gezwungen werden, oder was heißt gezwungen werden, die Gesetz, per Gesetze schreiben müssen, die können natürlich jetzt die Chance nutzen und einfach mal ein Jahr zu üben oder 2 Jahre zu üben, um einfach mal die Berichtsläufe einzustielen und dann auch ohne Zeitdruck und ohne Berichtsdruck sich dem Thema zu nähern. Aber auch wenn man sagt, ich möchte freiwillig so einen Bericht schreiben, weil ich jetzt beispielsweise eine mittelgroße Gesellschaft bin, die eigentlich gar nicht in den Bereich reinfällt, gibt es durchaus Vorteile. Beispielsweise jetzt auch der Dennis hat es angesprochen, Bereich Finanzierung. Ja, wenn ich zu meiner Bank gehe und sage, ich möchte mir eine Solaranlage aufs Dach setzen, werde ich hier schon schlichtweg besser bei den Banken behandelt, als wenn ich irgendwie meinen Atomstrommeiler umbauen will oder aktualisieren will. Also im Bereich der Finanzierung werden die Banken immer mehr darauf achten, was mit dem Geld finanziert wird. Ja, also hier ist ein, und wenn ich da in meinem Berichtswesen transparent gegenüber der Bank bin, dass ich sage, hier, mein Geschäft ist nachhaltig, ich möchte mit der Investition meine nachhaltige Investition stärken, ja, dann laufe ich da offenere Türen ein, als wenn ich eben sowas nicht habe. Oder auch beispielsweise jetzt bei den Banken, wenn man guckt, die Fonds, mittlerweile gibt es ja auch schon Fernsehwerbung, wo dann eben suggeriert wird, hier, wir haben nachhaltige Produkte und der Markt will mittlerweile nachhaltige Finanzprodukte kaufen, weil es den Leuten einfach wichtig ist. Die wollen nicht nur Rendite haben, sondern sie wollen auch was Gutes für die Umwelt tun. Also solche Aspekte kommen hier einfach dazu. Öffentlichkeit haben wir schon, ist klar hier, Fridays for Future ist ein so Beispiel, dass das Thema einfach immer mehr hochkommt und man möchte da eigentlich nicht irgendwie im negativen Licht stehen. Ja, also wenn man sich auch schaut, es gibt genug Firmen, die sagen, hier, um meine Reputation zu schützen, möchte ich eher auf Plastik verzichten, sondern ich werde einfach umweltfreundlicher agieren. Also es sind alles Sachen, wo man es hier sagt, auch es wird leichter sein, zukünftig Mitarbeiter zu bekommen, wenn ich eben Nachhaltigkeitsbericht schon habe und sagen kann, hier mein Geschäft ist nachhaltig. Auch Lieferketten oder Lieferanten
das Thema kommt über die Lieferkettengeschwindigkeit, über die Lieferkettenproblematik rein. Also es hat auch Chancen und Nutzen, so einen Bericht freiwillig zu erstellen. Aber wichtig ist doch eigentlich für uns alle erstmal den Weg zu dieser Berichterstattung. Und von daher halte ich mich jetzt einfach kurz und übergebe an die Ariane. Ariane? Ja, ich mache mich gerade zum Moderator. Sehr gut. Ariane kann das gut. Ich habe das ja alles mehr oder weniger selber im Griff. Vielleicht aber bevor ich anfange, hier sind noch zwei Fragen gekommen. Und zwar zum einen, Thomas, wie heißt das Papier, wo die 160 Kriterien gelistet sind? Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ich hoffe, du weißt, was ja, du ja, klar. Das ist das DSC-Briefing-Papier vom 3. Mai 2022. Sehr lesenswert. Also Deutscher Rechnungslegungsstandard Komitee. Genau, ja. DSC-Briefing-Papier. Ich schreibe das einmal in den Chat, dann können das alle lesen. Briefing-Papier von, kannst du mir das Datum nochmal eben sagen? Vom 3. Mai 2022. Das sollten jetzt alle lesen können. Dann ist da noch eine zweite Frage, die wurde mir im Privatchat gestellt. Das Unternehmen, das betroffen ist, übertrifft die Größenklassen wie Bilanzsumme und Mitarbeiter. Ich nehme an, für große Kapitalgesellschaften, ist aber nicht kapitalmarktnotiert. Das ist ja zukünftig nicht mehr relevant. Das heißt, die neuen Vorschriften werden für Sie auch gelten. Und so wie der Fiedler das vorhin vorgestellt hat, im Zeitstrahl dann ab dem 01.01.2024, weil gestern der Trilog erfolgreich mit einem Jahr Verschiebung durchgegangen ist. Ich hoffe, das hat jetzt die beiden offenen Fragen beantwortet. Falls nicht, bitte noch mal kurz schreiben. Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal vorstellen, anders als man möglicherweise bis jetzt gedacht hat, arbeite ich nicht in der IT bei PKF, sondern bin Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin hier am Standort in Duisburg. Überwiegend, das hat man vielleicht vorhin schon erahnen können, im öffentlichen Sektor unterwegs. Wir haben gesehen, es sind viele Stadtwerke dabei, aber auch Entsorgungsbetriebe habe ich auf unserer Liste gesehen. Insofern, das ist eigentlich so mein Beritt, in dem ich üblicherweise unterwegs bin. Ich versuche jetzt mal zu schauen, ob ich das erfolgreich hinbekomme, die Präsentation zu teilen. Müsste mir jetzt mal einer sagen, ob ich es richtig gemacht habe. Man sieht so gut. Du kannst das. Genau. Auch wenn ich tatsächlich nicht in der IT-Abteilung arbeite. Habe ich offensichtlich einen guten Zugang hier und Frauen und Technik ist mal wieder positiv bestätigt worden. So, dann darf ich auch mit meinem Vortrag beginnen. Und zwar geht es jetzt darum, was ist denn eigentlich der Weg zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung? Also was ist eigentlich zu tun? Hier auf der ersten Folie stellen wir uns erstmal die Frage, wo stehen wir eigentlich heute? Was ist der Status quo? Die wichtige Nachricht und Botschaft für alle ist eigentlich, fast niemand, aus meiner Sicht eigentlich niemand, wird bei 0% anfangen. Jeder macht schon irgendwas im Bereich Nachhaltigkeit, sei es bei den Sozialfaktoren oder auch bei den Umweltfaktoren. Es wird überall schon was vorhanden sein, auf dem man aufsetzen kann. Wir hatten uns auch in Vorbereitung auf den heutigen Termin die ein oder andere Website angeguckt von Teilnehmern und dort auch schon sehr gute Ansätze gefunden, auch bei denen, die noch keine Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Insofern seien Sie da zuversichtlich. Sie werden Inhalte für Ihren Nachhaltigkeitsbericht auch haben und der wird sich immer weiter ausbauen. Der Herr Scholz sagt immer, ein guter Wein braucht ein wenig, bis man ihn wirklich genießen kann. Das ist auch bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Fall. Vom Status quo ausgehend beschäftigt man sich dann mit den Faktoren ESG. Der Herr Fiedler hat sie eigentlich schon sehr umfassend auch vorgestellt. Und münden dann am Ende in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Auf die Details gehe ich jetzt auf den Folgefolien ein. Das sollte uns nur einfach den Eingang zu dem Thema ermöglichen. Sie sehen jetzt auf der linken Seite eine sogenannte Schnecke, die möchte ich am Anfang einmal kurz vorstellen. Kommt Ihnen vielleicht, wenn Sie sich die einzelnen Punkte einmal ansehen, so ein bisschen bekannt vor, wenn Sie sich mit dem Thema Compliance-Management-System, Risikomanagement-System oder auch intern Kontrollsystem auseinandergesetzt haben. Das ist immer eine ähnliche Herangehensweise.
Und da das ganze Thema Nachhaltigkeit in der Unternehmensphilosophie und im Management auch verortet werden muss, sind wir hier eben ganz genauso auch unterwegs. Es stellen sich dann zunächst die Fragen, wie und an welchen Stellen ergeben sich aus dem Geschäftsmodell wesentliche Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsaspekte und welche Aspekte der Nachhaltigkeit haben wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit. Ich führe das jetzt nicht ganz im Detail aus, weil wir haben vorhin schon sehr umfangreich über die Folie zur doppelten Wesentlichkeit gesprochen. Hier geht es eben auch einfach um dieses Thema, dass Sie sich selber im ersten Schritt damit auseinandersetzen, wie diese doppelte Wesentlichkeit konkret für Ihr Unternehmen wirkt. Dann ist die nächste Frage, was möchte die Unternehmensführung eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit leisten? Also es muss eine klare Einstellung geben im Rahmen der Unternehmensphilosophie, was auch von oben kommt und als Leitbild von der Unternehmensführung vorgegeben wird. Wichtig, und darüber hatten wir gerade ja auch schon mal gesprochen, ist, was erwarten denn jetzt die Stakeholder eigentlich vom Unternehmen? Also die Kunden, die Mitarbeiter, aber auch die Kapitalgeber und jede weitere Stakeholdergruppe, die für ihr Unternehmen relevant wird. Geleitet werden müssen dann Nachhaltigkeitsziele, die auch ein Teil der Gesamtunternehmensstrategie werden, so wie bislang auch immer schon andere Zielsetzungen gegeben hat, muss eben das Thema Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie mit verortet werden. Und damit man dann am Ende die Zielerreichung messen kann, müssen Kennzahlen zum einen festgelegt werden, sie müssen messbar sein, das ist immer wichtig, also Kennzahlen aussuchen, im Zusammenhang mit den Zielen, die Sie dann auch entsprechend reporten und auswerten können. Der zweite Teil dieser Schnecke bezieht sich eigentlich auf das sogenannte Programm, also wer ist eigentlich verantwortlich in dem Bereich Nachhaltigkeit und welche Maßnahmen und Prozesse sollen abgeleitet werden. Erstmal die wichtigste Botschaft, es ist wie immer im Leben, die Gesamtverantwortung liegt zwingend bei der Unternehmensführung. Die Unternehmensführung kann die Verantwortung nicht abgeben, aber sie kann natürlich verantwortliche Stellen im Unternehmen oder auch einzelne Personen unterhalb der Unternehmensführung benennen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Umsetzung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen und auch Schreiben des Nachhaltigkeitsberichts auseinandersetzen. Was aus unserer Sicht auch noch wichtig ist, ist, dass das ganze Thema im Geschäftsalltag verankert wird. Das heißt, es muss Regelungen geben, es muss Prozesse geben, die auch dokumentiert sind, sodass die Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene, dann entsprechend auch mit dem Thema umgehen können. Wenn wir mal gucken, was wir als Beispiele aufgeschrieben haben, bin ich mir sicher, der ein oder andere wird entsprechende Richtlinien auch schon haben. Ganz sicher, ich komme aus dem öffentlichen Bereich, kann ich sagen, zum Thema Einkaufsrichtlinien gibt es im öffentlichen Bereich immer was, weil wir da das Vergaberecht im Nacken sitzen haben. Aber es gibt üblicherweise in den meisten Unternehmen Arbeitsanweisungen im Personalbereich und natürlich auch entsprechende Compliance-Richtlinien. Der dritte Teil ist dann natürlich Monitoring und Berichterstattung. Also wie kann ich jetzt überwachen, was zum Thema Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen passiert und wie kann ich am Ende Bericht erstatten? Ich werde jetzt hier erst noch einmal kurz darauf eingehen, was grundsätzlich zu berichten ist und dann auf den Nachfolgefolien einfach mal ein bisschen anhand von beispielhaften Fragen vorstellen, was Sie sich als Unternehmen für Fragen stellen können, wenn Sie sich jetzt erstmals intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit auch beschäftigen. Also zum einen gehört in den Nachhaltigkeitsbericht zwingend die Beschreibung des Geschäftsmodells und der Grundwerte, die dann eben auch Nachhaltigkeitsthemen enthalten werden, die Beschreibung der wesentlichen Nachhaltigkeitsziele und natürlich am Ende die Messung der Zielerreichung und dann das Reporting darüber. Sie müssen, das hatten die Kollegen gerade auch schon ausgeführt, zu den Nachhaltigkeitsfaktoren ESG anhand eines von Ihnen ausgewählten Zielkonzeptes. Herr Scholz hatte vorhin schon mal vorgestellt, Deutscher Nachhaltigkeitskodex ist das, was wir bevorzugen und was auch sehr nah schon an dem ist, was zukünftig von der EFRAG festgelegt wird.
Wenn es für Ihre Branche Branchenleitfäden gibt, nehmen Sie die gerne zur Hilfe. Ich habe mal geguckt, es gibt für die Energiewirtschaft Branchenleitfäden, für Maschinen- und Anlagenbau, für die Wohnungswirtschaft, für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, für die Hochschulen gibt es Branchenleitfäden. Es gibt auch noch einige mehr, aber einfach um hier mal ein paar zu nennen, wo ich mal geschaut habe, ob von den Teilnehmern irgendjemand dabei ist, den das treffen könnte, und bei denen war das der Fall. Genau, ich hatte gesagt, wir gehen jetzt nochmal anhand von E, S und G in der Reihenfolge auch durch, was für Fragen kann man sich jetzt ganz konkret eigentlich stellen, wenn man am Anfang steht, einen Nachhaltigkeitsbericht aufzusetzen, um die Inhalte festzulegen und auch um die Maßnahmen, die im Unternehmen umgesetzt werden sollen, zu definieren. Wichtig ist, das sind jetzt nicht allgemeingültige Fragen. Es ist weder ein abschließender Katalog, es können jede Menge mehr Fragen gestellt werden, noch passen alle Fragen auf jedes Unternehmen. Aber einfach mal ein paar Fragen, denen hoffentlich jeder, auch wenn es nicht sein Unternehmen betrifft, einen Zugang hat, die haben wir mal hier ein bisschen herausgestellt. Und zwar ist das im Bereich Umwelt natürlich immer die Inanspruchnahme der natürlichen Ressourcen. Also welche natürlichen Ressourcen nehme ich in Anspruch und in welcher Menge und wofür eigentlich? Aus welchen Rohstoffen wird die verbrauchte Energie gewonnen? Zum Beispiel aus Kohle, Erdgas oder Biomasse oder vielleicht doch aus erneuerbaren Energien. Und dann natürlich immer die Frage nach den CO2-Emissionen. Dann das Thema Ressourcenmanagement, also welche Ziele zur Energieeinsparung, zur Verringerung von Abfällen, also auch das Thema Kreislaufwirtschaft ist prominent, sind hier eigentlich vom Unternehmen gesetzt. Dann natürlich noch zum Schluss klimarelevante Emissionen. Ich hatte es oben auch schon mal kurz erwähnt. Was sind die größten Quellen bei mir im Unternehmen? Bin ich ein Produktionsunternehmen und habe deswegen mit meiner Produktionsanlage die meisten Emissionen? Oder habe ich einen großen Fuhrpark als Dienstleister und muss deswegen an der Stelle genauer hinschauen? Im Bereich der Sozialfaktoren unterscheiden wir immer gerne zwischen mit der Mikro- und gleich auf der nächsten Folie mit der Makrobrille. Das sind einmal ganz konkret auf die Arbeitnehmer geblickt, aber natürlich, wir haben es heute auch schon häufiger gehört, das Thema Menschenrechte, wo man das Ganze ein bisschen mit der Makrobrille beleuchtet. Ja, für die Arbeitnehmerrechte, wie werden diese geachtet? Gibt es da entsprechende Richtlinien für? Wie wird mit Leiharbeitern oder auch Saisonarbeitern umgegangen? Haben die gleichen Rechte und Vorteile wie auch die festen Arbeitnehmer? Wie werden Mitarbeiter im Unternehmen eingebunden, um sich auch zu beteiligen an gewissen Strukturen im Unternehmen? Dann ein, ich denke, sehr prominentes Thema, schon seit längerer Zeit, ist natürlich Chancengleichheit und Diversität. Direkt als erstes denkt man immer an Frauenquoten, aber auch so Themen wie Beschäftigung von Schwerbehinderten gehören natürlich insbesondere auch zur Diversität und auch zur Chancengleichheit. Dort geht es um Equal Pay, um Frauenquoten in der Geschäftsführung und in den Management-Ebenen und um vieles mehr. Dann natürlich noch ein großer Block der Mitarbeiterentwicklung und Mitarbeiterwohlbefinden. Also alles, was Sie als Unternehmen tun, was sich positiv auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von Mitarbeitern auswirkt, sollte hier einmal durchleuchtet werden. Beispielsweise, wie es mit Ausbildung aussieht, mit Fortbildung. Gibt es Zukunftsperspektiven? Werden die Auszubildenden zum Beispiel übernommen? Und gibt es vielleicht auch Maßnahmen in Bezug auf Gesundheitsmanagement in Ihrem Unternehmen? Genau, mit der Makrobrille wird alles etwas mehr von außen betrachtet. Zu Menschenrechten hatte ich gerade schon mal was ausgeführt. Ich denke, jedem ist es dann wichtig, dass beispielsweise keine Zwangsarbeit oder keine Kinderarbeit auch in der Lieferkette existieren, dass ein Unternehmen darauf auch achtet und wenn es das tut, das dann auch entsprechend berichtet und dokumentiert. Dann die Frage, wie sieht es mit Gemeinwohlaktivitäten aus? Ist man in der Sport- und Kulturförderung aktiv oder unterstützt man gemeinnützige Organisationen? Alle solche Fragen können sich an dieser Stelle stellen.
Ja, und dann zuletzt noch das G in dem ESG-Thema. Da geht es eben um die Governance-Faktoren. Zum einen, wer ist eigentlich zuständig im Unternehmen? Wer setzt die Nachhaltigkeitsprojekte, die das Unternehmen durchführen möchte, eigentlich um? Und wie wird das Ganze koordiniert? Dann, das hatte ich eingangs schon erwähnt, was wir sehr wichtig finden, es muss wirklich im Geschäftsalltag und auch im Leitbild, also in den Köpfen der Unternehmensführung und der Mitarbeiter verankert werden, das Thema Nachhaltigkeit. Und da stellt sich mir vor allen Dingen die Frage, die Sie sich stellen sollten, was ist eigentlich im Unternehmen jetzt schon vorhanden, um das ganze Thema zu verankern? Zu den Stakeholdern haben wir schon relativ viel gesagt, deswegen würde ich unten den Punkt mit Blick auf die Uhr habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit auslassen und direkt zur nächsten Folie übergehen. Was empfehlen wir Ihnen jetzt ganz konkret zu tun? Das wäre zunächst die Durchführung eines Workshops, bei dem alle Mitarbeiter, von denen Sie sagen, die gehören zu den wichtigen Personen mit Blick auf die Nachhaltigkeit, also zum einen natürlich immer die Unternehmensleitung, aber auch führende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, mit denen gemeinsam einen Workshop durchzuführen, um erstmal festzustellen, was ist der Status quo, wie wir es vorhin gesehen haben, dann aber auch mittelfristig zu überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen zum Thema Nachhaltigkeit. Und dann als letzten Schritt, wie wollen wir die Ziele erreichen und wie wollen wir die Ziele eigentlich messen? Das heißt, es müssen Kennzahlen abgeleitet werden, inklusive der Kennzahlen, die der Herr Fiedler vorhin vorgestellt hat, aus der delegierten Verordnung, die verpflichtend ermittelt werden müssen, wenn man gesetzlich verpflichtet ist, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Ja, und was uns natürlich wichtig ist, wir als PKF unterstützen Sie sehr gerne bei der Durchführung eines solchen Workshops. Wir haben auch schon einige Workshops mit Mandanten durchgeführt. Das war immer sehr konstruktiv und hat den Mandanten auch ein ganzes Stück weitergebracht auf seinem Weg zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Peter, ich teile einfach weiter und du übernimmst. Ja, genau. Ja, vielen Dank, Ariane. Ja, die Zeit ist schon seit 2 Minuten um. Ich würde noch trotz der vielen Informationen eine kurze Zusammenfassung hier tätigen wollen. Ariane, wenn du einmal weiterklickst, dann brauche ich das nicht übernehmen, wobei ich meine, ich würde das können. Also wir glauben, dass das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung ein Top-1-Thema ist, ne? Also ein Management-Thema, ein Megathema. Wir glauben auch, dass, und das sehen wir bei einigen Mandanten, die jetzt schon freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung machen, dass die Nutzen größer und Chancen größer sind als der Aufwand. Man wird sich unterscheiden von anderen Unternehmen, die das vielleicht nicht so gut und so schnell machen können. Der zeitliche Vorlauf darf man nicht unterschätzen, auch wenn es sich jetzt ein Jahr verschiebt, dass immer in 25 für 24 der erste Nachhaltigkeitsbericht gemacht werden muss. Man muss schon die Prozesse anpassen, die Zielsysteme anpassen, ein Stück weit auch das Controlling-System, damit man eben die Zahlen generieren kann, die wichtig sind für Ihr Unternehmen. Und ich glaube, Basis sind die Geschäftsmodelle und die Wertschöpfungsketten. Und da ist ja auch unser Angebot, Ariane Büchmann hat es angesprochen, also da, wo wir Abschlussprüfer sind, das ist eigentlich der Vorteil, da kennt man ja die Geschäftsprozesse und die Wertschöpfungsketten. Und das haben auch unsere Projekte gezeigt, dass man relativ schnell über so einen Workshop vorankommt und das Ziel Nachhaltigkeitsberichterstattung da sehr gut auf den Weg bringt. Ich glaube, das ist keine Raketenwissenschaft, das habe ich schon mal gesagt, man muss es halt nur angehen und zielorientiert angehen und würde mich freuen, wenn wir Sie hier ein bisschen in Anführungsstrichen aufgeschlaut haben oder Impulse setzen konnten, dass Sie vielleicht jetzt die Zusammenhänge etwas mehr verstehen bei den ganzen Wirrwarr an Vorschriften, die es so gibt. Ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit. Sie bekommen natürlich im Anschluss die Präsentation und bitte, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Wenn Ariane jetzt noch einmal weiterklickt, dann sehen Sie noch einmal Ihre Ansprechpartner, die nochmal aufgeführt sind in der Präsentation, die wir Ihnen dann zur Verfügung stellen. Also ich darf mich auch ganz recht herzlich im Namen der Kolleginnen und der Kollegen bei Ihnen bedanken. Auch, dass im Chat einige Fragen gestellt worden sind, die wir hoffentlich beantworten konnten.
Wenn weitere Fragen aufkommen, bitte kommen Sie auf Sie zu. Wir würden dann versuchen, gemeinsam Ihre Fragen zu beantworten.